Hallo, ich bin Jan und ich erzähle euch jetzt mal, was alles Unglaubliches bei Funkenflug passiert. Mit dieser Frage fing im letzten Jahr alles an. Was ist eigentlich, wenn die Schüler sich an jeder Schule aufmachen und ihren eigenen Weg selbst in die Hand nehmen und das zeigen, indem sie zu Fuß von jeder Schule aus durch ganz Deutschland nach Berlin laufen? Während wir laufen, gehen wir in meine Schule. Dann haben wir hier so Stapel von bunten Zetteln. Und dann sammeln wir Wünsche, was sich jeder Schüler für sich, für die Zukunft oder für die Schule wünscht, damit er morgens aufwacht und sagt, ja, endlich wieder in die Schule gehen. Wenn es alle machen würden, wäre es natürlich viel geiler. Aber es macht nicht jeder. Nee, darum geht's nicht. Es geht um die Qualität von dem, was wir erleben. Und wenn wir voll glücklich sind mit dem, was wir machen, dann checken das die anderen. Und dann wollen die auch mitmachen. Lacht ihr jetzt schon? Seit 2 Wochen. Wie geht es mit der Schule? Geht es? Befreiung. Das geht, ja. Ja. Befreit. Sauber. Sagt der Mensch. Der Tatendrang hunderter junger Menschen ließ sich nicht mehr bremsen. Unzählige Projekte sind entstanden, die die Bildungslandschaft bereichern. Und jetzt tun wir und viele, viele, viele neue es wieder. Warum? Weil ich nicht besonders gern zur Schule gehe. Und ich aber denke, dass Schule eigentlich was ganz Tolles ist und das Lernen was unglaublich Wertvolles ist. Und weil ich denke, dass eigentlich jedes Kind und alle Kinder, die es gibt auf der Welt und alle, die noch kommen werden, gerne zur Schule gehen sollten und Spaß haben sollten am Lernen und sich nicht gezwungen fühlen sollten, in die Schule zu gehen. Ich bin sehr gespannt darauf und vor allem auch, dass das auch Bildung ist und das irgendwie auch den Lehrern zu zeigen in meiner Schule, dass auch anders Bildung aussieht, außer in der Schule zu sitzen oder so. Weil ich einen Perspektivwechsel will. Weil ich manchmal im Alltag so gefangen bin, dass meine Gedanken so fest sind, dass ich da nicht rauskomme. Und dann lauf ich einfach los, um aus dem Alltag rauszukommen, um zu sehen, was hinter dem Horizont ist, um Leute zu treffen, um ganz andere Gedanken zu entwickeln. Und zwar menschlich und mit Menschen, die ehrlich sind und die echt sind und die Dinge tun, weil sie das aus sich heraus wollen, aus Eigeninitiative. Mein Anliegen ist es, mit anderen Lehramtsstudenten mir Gedanken zu machen, was wir eigentlich für eine Rolle als Lehrer in den Schulen der Zukunft haben und wie wir diese Rolle ausgestalten können und auch jetzt schon im Studium Handwerkszeug dafür bekommen können. Und da einfach nochmal einiges Studierende mitzunehmen und zusammen nochmal sich zusammen zu raufen und das anzupacken, das ist eigentlich der Grund, warum ich laufe. Mhm. Für mich selbst auch. Ich gehe jetzt raus in die Welt und will da nicht versacken. Ja, ich habe immer wieder überlegt, ob ich eigentlich laufen soll nochmal in diesem Jahr und ob das überhaupt sinnvoll für mich ist, ob ich nicht eigentlich schon genug bewege zu Hause und es vielleicht gar nicht brauchen würde, diesen Lauf, aber ich habe einfach Bock drauf. Ich habe Lust zu laufen.
Hast du auch Lust? Die erste Gruppe ist schon seit dem 1. Mai aus Freiburg unterwegs. Alle Gruppen kommen am 23. Juni in Berlin an. Lauf doch mit, hilf und organisiere mit, werde Laufpate oder komm einfach vom 23. bis 29. Juni nach Berlin. Vielleicht kannst du uns auch materiell oder finanziell unterstützen? Wofür haben wir unten im Text genau aufgeschlüsselt? Denn es ist ja wichtig, dass etwas daraus entsteht, das noch viel mehr bewegt. Das Crowdfunding-Team sagt Danke. Sei doch mit dabei, und zwar mit deinen eigenen Träumen. Unterstützen kannst du uns auf www.startnext.de/funkenflug. Mehr Videos, mehr Infos, mehr von allem gibt es auf www.funkenflug.de.